Tagchen, da sind wir auch schon wieder. Nach der letzten Szene haben wir ja gesehen, dass der verrückte Professor uns die Finger schon abgeschnitten hat. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, um was es hier eigentlich geht. Also sprich, wir müssen natürlich ja jetzt irgendwie hier rauskommen, ne? Geh weg! Da hinten. Schnell verstecken. Oh, jetzt haben wir aber Glück gehabt. I see you, sir. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Alter, geht's noch? Okay, wir haben was Neues bekommen. Neue Notiz, glaube ich. Dr. Rick Trager. Ja. Ja, ihr kennt das Spiel ja, ne? So. Fuck! Fuck, really? You are gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand! It's a queer! Hat er den platt gemacht? Come on! Ja, okay, jetzt müssen wir dann. Alright. What? Hey, wir haben aber gerade im Moment echt. Oh, der guckt ja unterm Bett. Der guckt ja nach. Oh shit. Er findet uns. Warte mal ab. Er findet uns. Hey, nobody likes a quitter. Nee, doch nicht. Okay. Da hinten. Oh, shit. Oh, wei. Also es wird nicht einfacher. Das steht schon mal fest. Ich hoffe, der geht jetzt wieder hinten. Nein, der kommt zu mir. Oh. Oh. Hilfe! Oh. Das so gut ist. Oh. Boah, ist das. Töte dich doch nicht. Bist du bekloppt oder was? Das kannst du selbst machen. Hallo? Ah, die Batterie, die nehmen wir mit. Wir machen jetzt hier erstmal die Tür zu. Naja, war ja klar. Also runter kommen wir nicht, genau. Ich würde aber sagen, wir gehen da mal rein.
Boah. Okay. Ja, die Frage ist jetzt... Komm, wir verschieben das jetzt schon. Weil dann ist das im Nachhinein, dann kommen wir hier nämlich raus. So. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Ah, das Bett. Ja, das kenne ich noch. Hier hinter können wir uns dann so, wenn es geht, verstecken. Und dann passt das schon. Probieren wir mal, ob wir hier... Ne, leider nicht. Okay. Ich meine, so lange... Da kommt er. What are you trying to do? Kommt er? Ja. Da ist er. Oh Mann. Seht ihr ihn? Da. Nackter Pimmelkopf. Der ist schon wieder. Boah. Sorry, dass ihr gerade gar nichts seht. Ich muss den, also auf jeden Fall muss ich den irgendwie verjagen. Oh Mann. Er kommt. Hey, nobody likes a quitter. Da hinten geht er. Oh Mann. Und wir wechseln mal die Batterie. Wo ist er jetzt hin? Okay. Wir verstecken uns jetzt erstmal. Oh Mann. Ja. Wo sind wir denn hier schon wieder? Wow. Sorry, wenn ich gerade so wenig sage. Aber das ist ein richtig krankes Spiel und ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich würde gerne mal wissen, wo der jetzt ist. Er kommt. Hilfe. Scheiße. Schnell mal verschieben. Ich glaube, hier sind wir richtig. Türe zumachen. Wow.
Halt die Fresse. Da kommen wir nicht durch. Schnell! Rein da! Boah, haben wir ein Glück gehabt. Piss dich, du Penner. Mich kriegst du nicht. Da habe ich aber jetzt echt verdammt Schnitte gehabt, ey. Dann gucken wir mal, wo uns der Gang jetzt hier hinführt. Ja, nicht der Gang, sondern der Schacht. Okay, es hat gespeichert. Das ist schon mal hervorragend. Es liegt ja auch nichts rum. Außer neue Notizen. Da gucken wir uns die Dokumente mal an. Versetzungsantrag, natürlich. So. Bitteschön, einmal lesen, einmal Pause drücken und Spaß dran haben. Dankeschön. Wir gucken mal, wo wir hier sind. Ich will die Türen hier aufmachen. Okay, hier sind Betten. Also hier haben wir dann natürlich dann wieder die Möglichkeit, uns zu verstecken. Das ist natürlich sehr gut. War klar, die geht nicht auf. Ah, ist leider alles so dunkel, ne? Also ich merke es ja gerade selbst, ich bin sehr sparsam, was die Batterien angeht. Tut mir dann in der Hinsicht echt leid. Ich höre ein Telefon. Da hinten. Da ist ein Schlüssel. Aber ansonsten ist hier leider nichts. Das ist doch ein Witz, oder? Oh Mann. Da kommt er. Okay, er sucht. Ich würde sagen, wir rennen. Mach die Türe zu! Und schnell, schnell, schnell. Mach die Türe hier auch noch zu. Wo müssen wir lang? Da? Nein. Hier hinten vielleicht. Ja. Perfekt. Da ist der Aufzug. Und benutzen. Oh Mann. Penner. Stirb, du Penner. Stirb. Perfekt. So, da hängt er. Da hängt er mal ab. Frage ist, wo müssen wir lang? Bestimmt da oben lang. Ja, genau. Wir gucken aber erstmal die Notiz. Die Notiz, die gucken wir uns an. Die Herstellung von Trigger-Saft. Ich denke mal, ich hoffe, ich habe das. Was? Schritt 1? Drücken? Okay. Oh, das ist aber viel. Ja, gut. Da braucht ihr noch nicht mal Pause drücken. So, ich würde sagen, wir klettern mal jetzt hier hoch. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich finde, die schlimmste Bedrohung, die haben wir bis jetzt weg. Ach, guck mal, da ist ein Arsch. So. Gucken wir uns den Arsch einmal an. Ja, es ist wirklich ein Arsch. Ich glaube, da geht nichts. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn es so dunkel ist.
Jetzt, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich hin muss. Soll ich nach oben? Oder soll ich nach unten? Also ich glaube, ich gehe davon aus, ja, wir müssen nach unten, ne? Ja, hier oben, das wird nichts. Ja gut, ist ja kein Problem. Dann gehen wir einfach mal runter. Vielleicht kriegen wir ja dann noch, ja, komm. Können wir die Batterie mal schnell wechseln, genau, perfekt. Da können wir leider nicht durch. Ich würde sagen, wir gehen mal hier drüber. Genau, da hinten liegt doch eine Batterie. So muss das sein. Ansonsten liegt hier aber leider nichts. Ist ja kein Problem. Pressen wir uns mal hier durch die Spalte. Und dann gucken wir mal, ob hier was liegt. Sieht aber nicht so aus. Da ist auch nichts. Jetzt müsste ja eigentlich die Szene gleich kommen, dass wir den Priester treffen, oder? Der dann zu uns sagt, ja, komm nach draußen und so. Ja, das... glaube ich jedenfalls. Kann auch sein, dass noch... ein Dings kommt. Da ist er doch. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen Vater Martin. Ja, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie wir hier rauskommen, ne? Oh. Brenn aber gut. Hier ist wohl leider nichts. Wir gucken mal. Gucken wir auch mal hier. Leider nichts. Und da ist auch nichts. Ah, das sieht aber schon gut aus. Also, ja, gut, ist relativ. Liegt im Auge des Betrachters, ne? So, von da kommen wir. Würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Klingt logisch. Ich weiß. Wir machen die Türe mal auf. Was erwartet uns hier? Das ist gar nicht gut. Ein Dokument. Komm, das Dokument, das gucken wir uns natürlich an. Krankhafter Verfolgungswahn. So, Leute, meine lieben Freunde, bitte lest einmal das da. Dankeschön. Ich habe gerade im Moment ein bisschen Schiss. Also nicht Schiss in der Hinsicht, sondern ich habe Schiss, weil ich meine, da kommt doch nachher... ja, das sieht gar nicht gut aus. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind wir schon. Mein Gott. Muss man ja mal sagen, da sind wir ja richtig schnell diesmal. Gucken wir mal, was wir hier in dem Räumchen noch finden. Da liegt eine Batterie. So muss das sein. Perfekt. Und da müssen wir auch keine Batterie jetzt irgendwie verwenden. Denn wir kommen da unten nicht rein. Das ist klar. Und da brennt es. Was machen wir denn? Dann gehen wir, es ist einfach, wir gehen nämlich hier rein. Da ist nämlich auch schon vor uns einer hochgeklettert. Und hier brennt es. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Da sitzt einer. I had to burn it. All of it. Murkoth took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Alles klar, das werden wir natürlich... Achso, ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Ach, scheiße, ich bin ja noch gar nicht so weit. Kann ich... Nee, oh. Da muss ich ja aufpassen.
Komm mal, schau. Au. Ah. Hier unten durch, ne? Ja, genau. Perfekt. Da können wir aber nichts machen. Boah. Da sieht man ja gar nichts. Hier ist leider nichts drin. Ah, shit, ist die vierte Batterie auch wieder fast leer. Ey, das kann's doch nicht sein, oder? So. Wir haben ja gesehen, wir haben ein Dokument bekommen, ne? Beziehungsweise eine Notiz. Lass es brennen, heißt es. Okay. Gut. Lesen und Spaß haben. Danke. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Was ist hier? Von wo? Da hinten, da war er doch. Da war doch. Okay. Was ich hier gesehen habe, da war doch so ein Spalt. Ob wir hier durch müssen? Ich bin mir, ganz ehrlich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, da müssen wir mal hier gucken. Okay, er speichert hier. Das ist schon mal gut, denn ich werde dann nämlich jetzt auch mal hier eine Aufnahmepause machen in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.